nicht nur das Dings, sondern lösche doch Red Dead Redemption. 117 GB oder so. Und frag mich, darf ich das jetzt noch spielen, während ich auch GTA spiele? Junge. Warum sind die alle immer so lost? Der dachte, wenn der Red Dead Redemption auf dem PC hat, darf der nicht mit Rage auf RP-Server connecten. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Da fällt mir nichts mehr zu ein, Alter. Skyronix, danke für den Prime-Sub im 2. Ich küsse dich zurück. Alpha Centauri, danke für den Prime 23. Lass dir die Capri-Sonne schmecken. Jurassic 5, danke für den Prime-Sub im 22. Wolverine, danke für den Resub im 20. Matty, danke für den Prime 25. Hihi. Hab Red Dead Redemption 3x GTA installiert. Kann ich noch auf den Server? Keine Ahnung. Man sollte auf jeden Fall nicht auf irgendeinen Server connecten, wenn man vorher irgendwo reingekackt hat, Alter. Ganz einfache Sache. Selber schuld. Raus mit denen. Ich weiß zwar nicht ungefähr, was man mit Cheat Engine machen kann, weil ich immer dachte, das wäre nur so für Singleplayer-Sachen. Obwohl, ich habe Cheat Engine selber mal genutzt bei GTA, aber Online-Modus. Ganz am Anfang, als das rauskam. Da konntest du nämlich einfach Autos verkaufen. Als das released wurde, konntest du einfach den Wert eingeben. Ja, ich brauchte Geld im Online-Modus. Hallo, ich würde Centauri kaufen. Um wen geht's? Ach, um Johnny. Man kann damit Werte verändern, zum Beispiel Geld und AP und so. Ja, aber doch nicht online, oder? Ich weiß nicht, ob das geht. Hab ich nie wieder probiert, einmal nur. Aber die Werte und Geld und so ist doch eigentlich auf einer Datenbank gespeichert. Kennst du Johnny Chimpo? Nee. Kommt doch von... Ja, ich habe keine Ahnung davon. Ich habe so einen Kack auch nicht auf dem Rechner. Sollte online nicht funktionieren. Glaub ich auch nicht. Senseless Pain, danke für den Prime im 9. Adi Blue, danke schön für den Zap und herzlich willkommen. The Real Centaur, danke schön für den Resub im 17. Space Monkey, danke schön für den Prime im 14. Crew Fine, danke für den Prime im 13. Hukulu. Chucky, danke für den Resub im 31. Hallo Curtis, hallo Chucky. Und Melly, danke schön für 114 Bits. Ach, in GTA Online mod ich bis heute hart rein. Aber ich mach das nur, weil ich Rockstar dafür das Ingame-System hasse. Ja, ich finde das auch nicht so schlimm. Solange man jetzt nicht GTA Online mit einem Aimbot und sowas rumrennt und andere Leute so wegbumst, wenn man da so Dings macht, sich Klamotten freischaltet und Geld, damit man da Autos kaufen kann. Aber das ist halt jedem selbst überlassen. Keine Ahnung, ob das bei Rage geht, aber bei Alt-V sollte manche Sachen gehen, habe ich gehört, aber habe auch keine Ahnung von Cheat Engine. Ich habe immer gedacht, das ist so alles auf dem Server gespeichert. So, was bringt dir das, wenn ich in der Anzeige habe 1 Million, aber der Server weiß, dass ich nicht 1 Million habe? Ich finde, in Red Dead Online kommt sogar schneller an Sachen als in GTA. Aber man braucht in beiden Games kein Cheats online, außer man spielt 1 Stunde der Woche und hat keine Freunde. Ja, die sind halt so dumm, ne? Die wollten sich da halt so, die Johnny sagt, Goldbarren. Die Goldbarren, die du da brauchst, um die Rollen freizuschalten. Das haben die sich gegeben, weil wir zocken wollten. Damit die da bei den Missionen und so mitmachen können. Wenn wir da zocken. Das zählt als aufgesammeltes Geld in der Statistik, okay. Finde in Red Dead Online ist diese Goldbarren. Ja, ist auch wirklich. Also ich habe da Geld ausgegeben. Ich habe da, glaube ich, für 20 Euro Goldbarren gekauft. Aber wenn die halt, wenn wir das halt nur so 1-2 Tage, wenn wir überhaupt zocken wollen und die da reingekickt haben, damit die Goldbarren haben, Alter, dann ist mir das scheißegal so. Aber wenn die zu doof sind, Alter, und danach noch auf Rage connecten und das Ding da anhaben, Alter, da musst du halt aufpassen, ne? Weil ich weiß, dass es bei Cheat Engine so Hotkeys gibt wie F10 und so, wo du dann einfach so ein Speedtech aktivierst. Wenn dir das halt passiert auf einem PC und du wirst gebannt, bist du selber schuld. Ganz einfach. Wenn die zu dumm sind, um sich da schlau zu machen, wie die Programme funktionieren, dann sind die selber schuld. Godmod gibt's auch, keine Ahnung. Ich habe nur das Tagchen mal gesehen für Speedtech. Kennst du Milan Real? Selbst wenn, würde dich nichts angehen, Bruder. Was ist das für eine Frage? Grüße. Spiel es nicht so viel, weil ich in den Goldbarren keinen Bock hab.
Ja, da musst du Cheat Engine benutzen oder andere Scheiße. Aber Cheat Engine, ja, ich dachte mal, Cheat Engine wäre nur für Dings. Für so Singleplayer-Kacke, wie das Video, was wir gesehen haben von Red Dead Online. Naja, dass du da diese NPCs größer machen kannst und so ein Kack. Kennst du mich in Real? Ja, Jerry, kenn ich. Aber das ist auch der Content von GTA Online, wie Geld machen. Wenn du alles erschiedest, gibt es legit nichts mehr zu machen. Ich bin ganz ehrlich, ich habe auch in GTA Online mit dem Account, mit dem ich Dings spiele, von irgendeinem Typen einfach Geld bekommen. Der hat so Geldsäcke auf meinen Kopf geballert. Und das ist bis heute auch noch so. Und wenn ich GTA Online spiele, kaufe ich mir die neuesten Autos so vom Update und gucke mir die an. Und das ist eigentlich geil. Dann kannst du die Autos direkt testen und gucken, wie die fahren und so. Justin, das habe ich noch nicht gespielt. Ich habe gestern kurz bei Master Tai gesehen. Aber ich glaube, ich hole mir das auch. Müssen wir mal ausprobieren. Wie ging es denn gestern im Kino aus? Ja, wir sind weggekommen, ne? OC habe ich dann gesehen, dass Valle und John verhaftet wurden. Und Solti wurde verhaftet. Schickes Bild, hatte Oma gemacht. Geil, ne? Hat er auch schon Modder in der Lobby über GTA erstmal die Garagen voll gemacht. Ja, das gehört ja mittlerweile da zum Spiel dazu. Ist halt trotzdem doof, weil das einfach Kopfschmerzen bereitet, Alter. Das muss halt nicht sein. Man muss halt mit seinen Sachen und mit seinem System, was man einfach hat, auch mal vernünftig umgehen und sich darum kümmern. Und ich finde es auch gut, dass genau solche Sachen da auffallen. Und dass die Jungs da hinterher sind. Das heißt weniger Sheetime RP. Umso fairer wird es. Auch wenn die jetzt nicht explizit den GTA was gemacht haben. Also auf dem RP so, hoffe ich. Aber ich meine, warum auch? Warum sollten die das machen? Heute ist hier was geplant. Ich plane nie im RP was. So. Keine Ahnung, was gleich passiert. Können uns einfach einloggen und die Mafia ist da. Und nimmt uns selbst. Hab den ganzen Samstag verschlafen. Du warst gestern nicht da, Cody, ne? Cheat Detection von Ratchet Play selber müssen die Unity Dev implementieren. Dann geht alles automatisch. Ja, ich weiß, das kenne ich ja noch von Revive. Würde mal DevGrab lieber an dem Anti-Cheat arbeiten, dass man alles weghauen kann. Auch die ganzen Payhacks und so. Das wäre geil. Und hätte der das mal released, aber... Pff. Aber der hat ja wieder eine Woche Kicker geschoben und wieder aufgehört. Ja, die Lizenz fehlt für den Treiber, ne? Und der will ja seinen echten Namen nicht da irgendwie rausgeben. Gib kein Skript. Damals auf VL der armdrückende Dude mit dem Marco, aber Markus finde ich jetzt nicht so schlimm. Schlimmer ist das, wenn da einer mit Dings... Mit Aimbot drin rennt und ESP und so eine ganze Kacke. Was geht ab, Dandy? Wunderschönen guten Abend euch allen. Ich bin fertig. Erstmal eine Kippe. Erstmal eine Entspannungszigarette und fang nicht an zu rauchen, ist ungesund. Man sollte die Autoschlüssel nicht sehen dürfen in den Taschen. Ja, ist auch schwierig. Autoschlüsse finde ich nicht so schwierig, aber dass die beschriftet sind, halt finde ich schwierig. Aber man kann doch nicht alles verändern. Das System ist so vorgegeben, also muss man damit spielen. Also sollte man vielleicht daran denken, nicht immer alle Schlüsse beizuhaben von jeder Karre. Und vor allem nicht von irgendwelchen Autos, mit denen Geiselnehmer abgeholt werden. Ich habe nur ESP, um zu sehen, wann die anderen hielen. Und ich klatsche gleich eine. Dann ruhe ich aus, bis ihr Blabla heute und gut ist. Jo, mal gucken, Esbälle. Ich finde es schwierig, die Taschen zu screenshotten. Das ist auch wieder eine Sache, wenn die einfach... Jungs, Mädels, ihr müsst euch das so vorstellen. Ich habe das auch gesehen mit dem Screenshot. Der Server gehört einem gewissen Kreis von Personen oder nur der Projektleitung, ist auch ganz egal. Die haben den erstellt und das sind die Götter. Versteht ihr? Wenn die in den Regeln reinschreiben, ich renne immer ohne Hose rum und mein Schwanz guckt raus, dann ist das so. Und wenn das bei denen auf dem Server einfach so ist, dass das erlaubt ist, dass die Dinge abfotografieren, dann ist das halt so. Okay?
Aber mal ehrlich, das wie ESP macht doch voll das Feeling kaputt, besonders im EP. Ja? Es gibt halt trotzdem Schwitzer, die 30 Euro im Monat dafür ausgeben, um irgend so einen Drecksheet zu haben, damit die mit ESP und Embot da rumrennen können. Und auf Rage fällt das doch gar nicht so schlimm auf, wegen dem Sync. Auf Alt, wie merkst du das sofort halt? Weil du halt sofort weg bist. Gibt's halt. Finde ich total albern von jemandem, ein Gott irgendwo... Ach, Snow, sei ruhig, Alter. Lass mich. Ich bin müde. Also alle dürfen Screenshots machen? Ich denke schon, klar, warum nicht? Cheat das Müll, ja. Genau. Fotografisches Gedächtnis. Wir haben alle im RP-Smartphones bei und eigentlich müssten die eine Kamerafunktion haben. Also kannst du quasi alles fotografieren. Bist du gerade erst aufgestanden? Nein. Aber ich habe gestern extrem lange gemacht, bin erst ganz spät eingeschlafen auch noch. Hab nicht so gut geschlafen, bin einfach fertig. Fand die Screenshots legit, da die gut ausgespielt wurden mit dem Handy. Ja, wie ich halt gerade gesagt habe, ich finde das auch nicht schlimm. Gib jetzt, ich bin nicht so müde. Ich bin nur so ein bisschen kaputt. Jetzt chillt mal. Macht euch keine Sorgen, ja? Sind Screenshots nicht hilfreich, wenn es zum Support-File kommt? Für beide Seiten, klar. Wenn du F7 drückst, musst du auch die Ticketnummer screenshotten. Damit der Support dir später zuordnen kann. Durch diese Nummer. Wie läuft das eigentlich mit dem von der Polizei abgestellten Fahrzeugen, die in der Polizeiverwahrstelle sind? Bekommt man die irgendwann wieder oder bleiben die für immer bei der Polizei? Die musst du selber abholen. Da musst du hin mit deinem Fahrzeugschein und die rausholen. Und wenn das Fahrzeug für irgendwas Kriminelles benutzt wurde, bist du halt am Arsch. Also hast du zwei Optionen. Entweder gehst du die rausholen, nimmst eine Strafe in Kauf oder lässt die da verschimmeln. Richtig, Hörwell, ob man sie jetzt aufschreibt oder fotografiert, ist alles egal. Nur, dass Fotografieren schneller geht. Und jeder hat halt ein Handy dabei und kann alles fotografieren. Hat das Güffi gemalt? Ne, das hat die Oma gemacht und das ist nicht gemalt. Das ist professionell gemacht worden, hallo? Immer rich, wohl immer. Ich habe mir da gestern auch, also ich habe mir heute Mittag noch dazu Gedanken gemacht, die haben die Autos abgeschleppt und so. Und das waren zum Beispiel, der schwarze Taurus war gar nicht mehr dabei bei der Aktion. Den haben sie irgendwo gefunden. Ich glaube, wir werden bald auf die Fresse kriegen von den Cops. Aber ich hab Bock drauf. Ich hätte mal Bock auf so einen richtigen Polizeiraid. So, dass die von allen Seiten kommen und zum Stellen und so. Richtig geil. Ja, aber Crowdy, trotzdem kannst du das machen. Ich habe kein Problem mit Screenshots von Nummernschildern. Ist mir egal. Genau, außerdem ist es ja auch kein Hardcore-IP-Server. Ja, Rageful, die Zeiten waren aber woanders. Ich war auch mal so jemand, der unbedingt immer gewinnen wollte und Pläne geschmiedet hat und unbedingt... Bald kommt wieder Hollywood, der Pegelhaber und so eine Kacke. Aber ich habe viel in der Zeit, wo ich nicht da war, drüber nachgedacht und hab versucht mich zu bessern und hab, glaube ich, auch geschafft. Einfach zocken. Ich finde nur Screenshots von den ganzen Schlüssen schwierig. Aber Bruder, so darfst du nicht denken, diese Crime-Szene oder Gang-RP-Kacke, so, die machen das genauso. Die machen genauso solche Moves, weißt du? Es gibt Leute, die fahren mit Nummernschilder rum, kleines I, großes L, kleines I, großes L und so, dass du das nicht identifizieren kannst, wenn du drauf guckst, bei einer Verfolgungsjagd. So, die machen genauso eine Scheiße. Um das Thema mal zu beenden, das RP gestern von allen Seiten war sehr, sehr gut. Ja, fand ich auch. Ich war richtig happy. Richtig geil. Außer die Soprano-Sache, so, weil da jetzt nur geballert wird. Wahrscheinlich. Das ist nicht so gut, das ist, ohne das jetzt, ja, ich muss es bewerten, weil ich sagte, das Much-RP ist, aber ist Much-RP. Aber das mit der Geiselnahme und so war ich schön. Auch, dass alle Spaß hatten und die Geisel noch Spaß hatten, dass ich mit denen rumgealbert habe, rumalbern konnte und so.
Rage, damit halt nicht Asta angefangen. Also meine Erinnerung. Den ersten wirklichen Gang-RPler oder so, oder allgemeiner RPler, den ich kennengelernt habe im RP, in GTA, der niemals drauf aus war zu gewinnen, sondern wirklich immer nur verloren hat, so, dem war das scheißegal, war Little B, damals von der Grove, also Bakwa TV. Der ist immer mit seinen zwei Kollegen losgezogen, die haben eine Tankstelle hochgenommen, die wurden immer verhaftet, immer. Dem war das scheißegal. Immer. Der hat nie diese Dings geschoben, Alter, von wegen gewinnen. Tama auch, kam aber später. Das glaube ich eher weniger. Juri auch, ja, Juri auch. Juri war aber so ein Stehaufmännchen. Der hatte Stress mit irgendwen, ist hingegangen, wurde umgeknallt, ist halbe Stunde später wiedergekommen. Gestern gab es bei der Verfolgungsjagd die Situation, dass auf einmal Cops Jugulas hatten und die kam, und da kam die Frage, ob es jetzt nur für Gangster verboten ist oder für alle. Ist nur für die Gangs verboten. Die Cops können Jugulas fahren, wie die wollen. Das wird dir nicht weiterhelfen. Überleg mal, wie Dretzmann gestern mit einem Taurus abgehauen ist, ne? Und der Wagen ist in der Beschleunigung gut und Endgeschwindigkeit, aber im Handling totale Müllkacke. Da werden die auch sehen, dass die Regeln nichts bringen, aber das wissen die auch selber. Ist ja auch nur Tempo, ja. Ja, aber der fährt sich trotzdem kacke, Cody. Also, in meinen Händen fährt er sich kacke. Ja. Komischerweise kommst du jetzt zu mir aus, wenn ich live bin, ne? Du hast irgendwie einen Riecher dafür, Bruder. Hier, nimm deine 10 Euro. Hier. Nimm. Geh dir Katzengras kaufen. Mach, was du willst. Ksch. Tschüss. Tschüss. Katze macht mich arm. No name. Ich glaube, bei Master Tai siehst du die Verfolgungsjagd. Jeff K. hat vorhin da so einen Link gepostet aus seiner Sicht. Der war dabei. Da habe ich ein bisschen durchgeskippt und habe gesehen, wie Dritzmann da den Crash hatte dann in der Nähe vom PD, wo die dann gestellt wurden, wo die angehalten haben. Die kannst du da verfolgen. Oder bei Dexus bestimmt auch. Kommt Katze Schutzgeld eintreiben? Ja. Hallo, Jisqui. Nach Hut Eule nun Hut Katze. Ne, die Eule bleibt für immer. Wegen Huhut. Dankeschön, Max. Da habt ihr den Timestamp von der Verfolgungsjagd. Immer. Ich grüße Sie, Herr Pink Update. Der Riemen. Und vielen lieben Dank für den Resub im Leuten. Und Max Berry, Dankeschön für den Prime im 10. Und Johnny, danke für den Prime Sub und herzlich willkommen. Und Get My Crunch, Dankeschön für den Resub im 6. mit Stufe 2. Vielen lieben Dank, Bruder. Nach dem Support von gestern schon. Ich hoffe, deine Arbeit war cool und du warst nicht zu müde. Es geht auch ein bisschen darum, mal andere Autos für Straftaten zu benutzen. Und die haben ja auch extra die eigenen Autos angepasst, dass möglichst mit den Azoren. Ja, die Autoregel ist vollkommen egal. Wer sich darüber aufregt, ist eh lost. Muss man mal einfach sagen. Jetzt fahren anstatt Komoda und Jugulas fahren halt Revolta rum und Taurus und so eine Kacke. Warum Apes? Weil unsere Gruppe Apes heißt. Weil wir Affen sind. Der JFK hat das bei mir im Discord gepostet, aber der Max hat das gerade hier im Chat gepostet. Da, schon wieder. Wir sind die Juden-Apes, aber wir Copycatten die, den Namen. Ne, gar nicht, Alter. Die werden ja gar nicht mit Z geschrieben, die werden mit S geschrieben. Aber ist schon so ein bisschen angelehnt an die Apes aus der Classic WoW-Guild, weil die ziemlich cool drauf sind, die Jungs. Also auf jeden Fall der Name. Ganz Tag im Bett-Videos gucken, rumfurzen, aber cool. An dieser Stelle würde mich noch interessieren, ob sie dieses Bild selber gezeichnet haben. Nein, Riemchen, das war der Oma Sandra. Am Anfang war das noch, glaube ich, noch nicht so schlimm mit den Jugulas. Ich habe die Information, dass genau die Leute, die jetzt aufgrund der Regel den Server verlassen haben, weil sie gemeint haben, unser Crime-App geht nicht weiter, weil wir dürfen keine Jugulas mehr fahren, genau die Leute auch dafür verantwortlich waren, weshalb diese Regel reinkam. Weil die meinten nämlich,
damit über Berge zu brettern und all so eine Kacke und sich dann aufzuregen, wenn die Cops hinterherfahren. Also hat die Regel doch was bewirkt. Ist doch alles gut. Ja, da haben welche den Server verlassen. Ne, nicht Affenjungs, Apes, Mann. Affenjungs waren eine deutsche Gilde. Aber ihr seid keine Gang-Gang, ne, wir sind so eine kriminelle Organisation, die sich auf Überfälle spezialisiert und Geiselnahmen und so. Da hat im Prinzip, was wir gerade mit dem Kiez alles machen, so. Und ich finde auch, das harmoniert richtig gut und das macht auch richtig Spaß. Auch wenn ich Kopfschmerzen kriege, wenn ich Walle und Johnny immer beim Verhandeln zuhöre. Wie viel die reden und wie lange die immer reden, Alter. Und dann war da der Fischer nur dabei, mein Kopf ist geplatzt. Warte, die fahren mit dem Sportwagen Berge hoch, aber weinen, wenn die Cop-Autos das machen? Genau. Die denken sich halt so, ha, wir gehen jetzt einen Shop überfallen und wir haben einen Jugular dabei oder diesen Buggy. Und fuck, wir gewinnen zu 100%, weil wir dürfen über die Berge fahren und die Cops nicht. Und wenn dann ein Cop aber einfach mal durchtriggert und sagt, die dürfen das, also mache ich das auch. Weil das steht ja auch nicht in den Regeln drin. Dann werden die Taschentücher ausgepackt und die Pampers. Dann wird rumgeweint. Weil sie mit den 30.000 oder 40.000, die sie da klauen, bei 5 Sterne nicht abhauen können. Der Jute Gintos, danke für den Restart im zweiten. Weil er hatte auch 8 Cops am Hals. Das war aber der Tag, wo die mit dem Buggy unterwegs waren und die wurden von einem fucking Panzer verfolgt. Und der ist einfach mal ganz krass auf dem Berg rumgeballert. Das war was anderes. Wenn ein Jugular über den Berg brettert, kann nur ein normales Polizeiauto über den Berg brettern. Ist wie mit dem Moped über das Gebirge abhauen, genau. Das wird auch so abused dafür, ne? Schnell Shoprob und damit ein Dings schnell mit dem Manches oder so über den Berg abhauen. Ist halt einfach nur lame. Ich meine mich sogar zu erinnern, dass genau diese Motorräder bei Alternate Classic verboten waren am Ende. Weil die Leute angefangen haben, das zu abusen. Und man hat gestern gesehen, dass die Cops versuchen, ein Normal anzuhalten. Ohne zu schießen und so eine Kacke. Die haben beim Dretzmann, Alter, wie lange sind die weggefahren? Eine Viertelstunde oder so? Die haben nicht einmal auf die Reifen oder so geballert. Die haben versucht, den Wagen ganz vernünftig anzuhalten. Was sie auch geschafft haben da irgendwann. Aber wenn einer über die Berge abhaut, dann ist das einfach nur Much, das ist Kacke. Gibt jetzt eine Regel, dass nur 3 Leute ins Auto dürfen? Was? Was erzählst du mich denn da? Das stimmt nicht. Also im Unity-Discord steht davon gar nichts. Ach, Katze, du hast gerade 10 Euro bekommen. Was wollen? Nein! Nein, lass das Kleingeld da liegen, das ist meins. Du hast 10 Euro bekommen. Langsam ist aber mal gut, ne? Ey? Bagheera. Ach, das war eine Frage. Nein, ist nicht so. Ich bin ein bisschen verwirrt. Das ist keine Frau, das ist eine männliche Katze. Wird nächstes Mal die Katze statt Max fahren lassen, bin ich auch für. Nee, nix, 20 Euro. Ah, fuck, Moment. Die macht nix. Da hatte ich die guten Kopfhörer noch auf dem Bett liegen, die zerfetzt die mir nämlich, wenn ich die nicht wegtue. Das passt aber alles, das wird alles seinen Weg gehen auf dem Server. Das wird schon. Was geht ab, Mattip? Guten Abend. Wie geht's euch denn heute? Hab ich schon gefragt, ne? Aber ich habe den Chat nicht gelesen, weil ich bin arrogant. Meine 3 haben schon 2 Headsets zerfickt, die Schweine. Ja. Okay, sag dann bitte Bescheid. Naja, die macht nichts. Die kam nur Geld abholen. Aber die hat dann die Kopfhörer gesehen, die Handykopfhörer im Bett und da wollte die, glaube ich, mitspielen. Müde, gut. Lan ist vorbei, man merkt, dass man älter wird. Bin durch mit dem Thema. Krank, gute Besserung, müde, alle müde, geil. Wenn ihr alle müde seid, ist perfekt.
Dann ist perfekt für EP. Dann gehen wir jetzt gleich auch rein. Ich meine, es sei eh schon 9. Ne, Headstriker, das ist Lo-Fi. Hip-Hop-Radio. Ich glaube, vom sogar bekanntesten Channel, ne? Chill It Co. Der soll ja auch demnächst bei diesem integrierten Twitch-Ding dabei sein. Dass das Copyright-Free-Music ist. Sorry, falls dumme Frage, aber wie funktioniert das genau mit Autohandel? Sind das auch RP-Charaktere oder sind das NPCs? Und vor allem, wer bestimmt Preise für die Autos? Die Preise werden dafür bestimmt, was die im Einkauf kosten. Und im Einkauf kannst du die über NPCs holen. Es gibt aber auch Spieler, die in ein Autohaus bespielen, wo man Autos, gebrauchte Autos halt ankaufen kann oder auch verkaufen kann. Und da gehen die halt ein bisschen runter vom eigentlichen Verkaufspreis, ne? Von dem NPC. Ich glaube, die gucken auch darauf, wie viele Kilometer der Wagen gelaufen ist. So, das kannst du alles machen. Und dem kannst du einfach die Fahrzeugpapiere geben. Und der wechselt das Schloss dann aus und du kriegst dein Geld fertig. Aber Autohäuser kriegen die Neuwagen? Nein, glaube ich nicht. Ich weiß nicht, wie das auf Unity genau ist, aber ich glaube nicht. Die haben einfach selbst so ein Ding aufgezogen. 4.500 habe ich Arztrechnung dieses Jahr. Bist privat versichert? Glaub, die gucken auf Kilometer und Kennzeichen. Ja, genau. Deshalb bekommt der Mehmet wahrscheinlich auch sein Motorrad nicht los, weil auf sein Motorrad-Memo-Abi steht. Frag mich nicht, warum. Immer, Johnny, immer. Ach so, für die Mieze, sie war. Ja, aber ist viel Geld, ne? Aber geht ja auch um ein Familienmitglied. Fand den Autohandel bei Alternate geil, dass man auch mal eine Woche warten musste und so. Ja, der Autohandel bei Alternate, wie Alumi und Frankie das gemacht haben, war ja auch zum Teil dafür da. Die waren ja im Support und so. Das war dafür da, um Geld vom Server runterzunehmen. Die haben das Geld selber nie für sich selber benutzt. Vielleicht nur einen kleinen Teil davon, um eigene Autos zu kaufen und so. Sonst wird das einfach gespart auf dieser Bank und irgendwann deleted. Kann man nicht ummelden, das ist eine gute Frage, das weiß ich gar nicht, aber ich glaube nicht. Wenn aus irgendeinem Grund ein Auto explodiert, ist es dann ganz weg oder wieder in der Garage? Das wird dann wahrscheinlich in der Verwahrstelle landen. Aber du musst schon heftiges Zeug machen, damit du auf Rage ein Auto zum Explodieren bringst. Da musst du schon richtig reinknattern. Vorbin, dankeschön für den Resub im 14. Prime. Und Airy Nation, dankeschön für den Resub im 3. Ich küsse dich zurück. Man kann nur mal chatten über Support an, okay. Ach stimmt, Alumi und Frankie waren die gleichen, Jack. Hast du recht. Mann, Alumi und. Ich hab den Namen vergessen. Fungi und Alumi, dankeschön. Aber der Herr, ich hätte da jetzt noch eine Frage. Wann sieht man sie denn in Scumrest? Sie ist auf den Öngel, bin da schon getroffen. Ja, Riemchen. Moondai hat mich ja auch schon gefragt, ob ich vorbeikomme. Die Jungs sind da ja auch ab und zu. Mittags, also Jamar und so. Ich komme bestimmt auch mal rum, um Hallo zu sagen. Vielleicht muss ich da so ein bisschen offener denken. Wo wenn ich sag, nee, nix zu, ein Scam habe ich schon runtergeladen, Vinci, Ruhe. Ja, das ist das Erste, was ich runtergeladen habe. Du Ärgerer. Dann werde ich sie zufällig treffen. Ja, das ist mir klar, dass du ein Stream-Sniper bist. Aber das ist noch nicht schlimm. Ja, der sie ist schon wieder verflogen. Die zocken ja jetzt Scam-RP. So ein bisschen, also die bauen dann fort. Keine Ahnung, was die da nur machen. Ich komm vielleicht mal, ich komm bestimmt mal Hallo sagen. Ruhe. Grand Theft Auto. Ja, die Katze ist kurz abgehauen. Im Dodge. Safe Browser läuft nicht. Mal gucken, ob der Cheat Engine Prozess am Laufen ist. Na, Grüße gehen raus, ihr Idioten. Steam ist an. Dann starte ich Rage. Spielen Sie jetzt mal lieber GTA, weil es ist jetzt reich mit dem Affenwälder. Hallo, das sieht voll gut aus. Soll sich mal hier einer melden, der sagt, das sieht ein Dude aus. Scheiß Scam, ich mag das Spiel nicht. Weh, ich krieg morgen keine E-Mail, dass der PC versendet wurde, dann dreh ich durch.
Was für eine Katze hast du eigentlich? Eine mit 4 Beinen und schwarzem Fell. Und Vampirzähne. Ich habe keine Ahnung von Katzenrassen. Da kannst du ein Bild sehen. Nö, ist immer noch nicht raus, Jerry. Aber heute ist ja Sonntag. Das ist Rang 14 Katze, ist Feral-Druide. Oh. Oh, bin ich im Live-Channel? Hilfe. Ja, bin ich. Boah, bin ich gut. Live darf man nur in den dafür vorgesehenen Live-Teamspeak-Channel sein, in Talk und allen weiteren Chats, die es unterlassen. Außerdem ist bei aktiven Livestream die TS-Gruppe live anzunehmen. Neue Serverregel, extern zum Fahren kurz. Haha, Junge. Benutzt denn extern hinzugefügte Fadenkreuze, Junge? Über Reshade kann man das machen, ne? Junge. Boah, Junge, Alter. Wer macht sowas? Warum? Du hast doch in-game ein Fahnenkreuz. Du hast doch den Dot. Jasper Lele macht das, ja, das war klar, der Losti. Ich habe mich übrigens umgezogen für die Pommes. Heute Mittag. Jetzt machen wir mal kurz ein Bildwechsel.